Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich euch eine kleine, feine Review geben, denn ich habe die Marke Skintea gerade getestet. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Video ist auch ausnahmsweise mal eine bezahlte Kooperation mit Purish, denn dort bekommt ihr auch die Produkte. Da hatte mich meine Ansprechpartnerin Jenny darum gebeten, ob ich nicht Lust hätte, einfach mal eine komplette Brand zu testen, um da einfach meiner Community einen intensiven Einblick zu verschaffen. Und ja, das habe ich gemacht. Ich habe die Produkte jetzt über eine Woche in Anwendung gehabt und habe sie auch noch weiter in Anwendung und gebe euch dann hier auch mein Fazit weiter. Ich weiß noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt, ob ich jetzt gerade auch einen Code habe. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ihr da auch auf die Marke entsprechend sparen könntet. Ich blende es euch hier ein, verlinke euch das auch alles in der Infobox und ich habe mir komplett eine Morgenroutine und eine Abendroutine zusammengestellt. Manche Produkte überschneiden sich dann auch so ein bisschen. Um es auf den Punkt zu bringen, im Prinzip ist Skintea wirklich sehr, sehr soft, was auch die Inhaltsstoffe angeht. Sie ist sehr vorsichtig zur Haut und auch Leute mit sehr sensibler Haut, wie das bei mir der Fall ist, können die Produkte wirklich sehr gut verwenden. Und deswegen habe ich das gemacht und ich muss einfach mal so kurz das Fazit vorwegnehmen. Meiner Haut haben die Produkte gut gefallen, meiner Haut haben die gute, also ich habe es gut vertragen, ne? Ich habe es vor allem angefangen zu verwenden, als ich meinen Eisprung hatte. Dementsprechend war da meine Haut in einem sehr intensiven Status und das hat alles ganz gut funktioniert. Ich finde auch, dass hier alles so ein bisschen beruhigter dadurch wurde, was auch an den Inhaltsstoffen liegt. Genau, und ich starte die ganze Geschichte einfach mal mit meiner Abendroutine. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ich werde euch auch so ein bisschen einblenden, wie ich das Ganze in Anwendung genommen habe. Ich habe gestartet mit einem Produkt, wo ich noch nicht hundertprozentig warm mit geworden bin, denn meine Abendroutine startet immer mit der Gesichtsreinigung. Ich mache das mit einem Double Cleansing und habe dafür zuallererst dieses Produkt verwendet. Das ist das Atomic, ein Skin Barrier Repair and Anti-Inflammatory Complex Produkt. Das soll halt innerhalb von 30 Sekunden dafür sorgen, dass du eine Vorreinigung von deinem Gesicht machen kannst. Ich bin natürlich frech, ne? Ich schmink mich natürlich intensiv und dementsprechend 30 Sekunden, das hält das Ding nicht aus, nein. Also es ist so, dass ich schon ein bisschen länger das einwirken lassen musste und dann auch wirklich den zweiten Schritt vom Double Cleansing gebraucht habe. Hier haben wir drin Ceramide. Ceramide sind eine sehr hautberuhigende Wirkstoffgeschichte. Granatapfel und Magnolie. Und ja, das wird jetzt auf jeden Fall aufgebraucht und finde ich eigentlich ganz angenehm. Ist halt ein Ölreinigungsprodukt, was ich halt dann nur abends verwendet habe. Als zweiten Schritt vom Double Cleansing und als einzigen Reiniger am Morgen verwende ich hier dieses Amphibian-Produkt. Das finde ich ganz angenehm, das reizt meine Haut halt einfach auch nicht. Hier sind Mineralien mit dabei und milde Tenside sind hier auch mit am Start, die das Ganze zusammen mit Bisabolol und Betain reinigen und einfach eine sehr entspannte Gesichtshaut hinterlassen. Die Produkte kosten alle so um 20 Euro, sage ich mal. Also es gibt welche, die unter 20 Euro kosten, es gibt welche, die über 20 Euro kosten, aber so im Großen und Ganzen sind wir um mit 20 Euro. Dann habe ich als nächsten Schritt von der Abendroutine einen Toner verwendet. Das ist hier dieses Nektar und den finde ich sehr, sehr angenehm. Den verwende ich morgens und abends aktuell. Der kommt mit einem Sprüher raus, aber das gebe ich nicht direkt auf mein Gesicht, sondern ich gebe das auf ein Wattepad, und also auf ein waschbares, ne, und gebe das damit dann auf mein Gesicht. Das kann man, wenn die Haut wirklich sehr, sehr intensiv bearbeitet wurde, zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt Drehtag hatte, mich geschminkt habe, lange geschminkt war, tupfe ich das dann lieber auf. Das ist dann eine etwas sanftere Art und Weise. Und wenn ich halt quasi eine entspanntere Haut habe, kann ich da auch einfach drüber streichen. Aber normalerweise sollte man das eher tupfen, das so als kleiner Tipp. Und hier haben wir auch wieder die Aminosäure mit dabei. Ginseng haben wir am Start. Gurkenextrakt, das finde ich auch mal ganz schön. Das hat so eine durchfeuchtende, aber gleichzeitig auch irgendwie beruhigende Wirkung, finde ich, ne? Genau, und dann haben wir noch Aloe Vera und Hyaluronsäure mit am Start. Das sind natürlich auch feuchtigkeitsspendende und hautberuhigende Inhaltsstoffe. Ja, und das hat auf jeden Fall einen guten Effekt gegeben und meiner Haut einen guten Start für die darauf folgende Pflege gegeben. Denn dafür ist ein Toner ja auch da, dass wenn du dann quasi dein Gesicht gereinigt hast und den pH-Wert der Haut ja auch in dem Sinne verändert hast, dass das Ganze reguliert wird, die Haut etwas entspannt wird und die nachfolgenden Wirkstoffe auch ein bisschen besser eindringen können. Da habe ich dann abends zuallererst hier dieses Luna Serum
Concentrate am Start. Das sollst du auch wirklich abends verwenden. Ich mag das sehr, sehr gerne. Hatte erst so, als ich das auch bestellt hatte, gedacht, naja, das könnte ja vielleicht irgendwie so in der Art was wie ein Öl sein oder so. Nee, also das auf gar keinen Fall. Ich gebe mir davon eine Pipette dann auf mein Gesicht und es fühlt sich sehr angenehm an. Also nicht so schmierig ölig, sondern ja, wie ein was? Also nee, nicht ganz. Ja doch, also wie so ein Zwischending zwischen Serum und Wasser, also wie ein sehr, sehr flüssiges Serum quasi, ne? Sehr, 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 sehr cool. Hier haben wir Peptide drin, Lactobacillus Ferment, das ist halt auch schon wieder so ein fancy Inhaltsstoff und ich finde, du merkst einfach immer mehr, dass auch solche Wirkstoffe immer mehr auch zu finden sind in Skincare. Also lasst euch von dem Fermentierten nicht abschrecken, fermentiert macht dann quasi, dass das Produkt einfach hochwertiger wird, ne? Ja, Hyaluronsäure und Ciza. Ciza ist Tigergras, das Ganze ist halt auch nochmal eine wirklich hautberuhigende Sache oder hautreparierende Sache vielmehr. Im Tigergras wälzen sich die Tiger, damit sie ihre Wunden quasi heilen können. Und wir können uns einfach unsere Wunden heilen oder Mikroverletzungen der Haut zum Beispiel durch Unreinheiten und so, indem wir solche Produkte verwenden, wo Ciza drin ist. Ja, finde ich sehr, sehr angenehm und kann das auch mega empfehlen, dass wenn ihr euch halt irgendwie auch eure Routine zusammenstellt, dass ihr das definitiv mit reinnehmt, weil das gehört mit zu meinen Favoriten. Genauso wie auch die Augencreme. Die ist aber eher was für mich persönlich, würde ich jetzt sagen, für morgens, weil die ist schon reichhaltig, aber nicht jetzt so bäm-reichhaltig. Ne? Dieses bäm-reichhaltige brauche ich persönlich am liebsten so abends, aber die kann man eigentlich auch sehr, sehr gut morgens verwenden. Habe ich jetzt morgens und abends in Anwendung, die Sphinx. Damage, also quasi auch Anti-Age, in Anführungsstrichen Slow-Age, Repair Eye Cream. Und ja, das ist einmal diese wunderschöne Augencreme. Und hier haben wir vor allem Vitamine und Antioxidantien drin. Also ich mag die sehr, sehr gerne, finde die auch echt angenehm. Und hier haben wir auch diesen Airless-Container. Also das schiebt sich so dann nach oben, ne? Dass da auch quasi keine Luft ans Produkt kommt. Und das haben wir jetzt auch bei vielen Produkten, die jetzt quasi in dem Pflegestep kommen. Und ja, die finde ich auch sehr empfehlenswert. Aber wie gesagt, für mich persönlich eher was für morgens. Und dann habe ich für abends die Restore Luna Nourish and Calm Damage Repair Cream und die ist auch richtig abgefahren, denn hier haben wir die Ringelblume mit drin, die finde ich jetzt ja auch immer mehr so in den Produkten, die ich auch bei Julius so verwende, weil die sehr hautberuhigende Eigenschaften hat. Peptide sind mit am Start, Peptide reparieren die Haut, ne? Und Ubiquinone, weißt du Bescheid. Auf jeden Fall eine sehr schöne nährende Creme, es pflegt sehr schön, ich finde auch, dass ich eine... Ja, wie soll ich das sagen? So eine Reparierung über Nacht habe, eine Restaurierung über Nacht und dass mein Gesicht sich am nächsten Morgen auch wirklich gut anfühlt. Also da merke ich, dass über Nacht dann auch wirklich gearbeitet wurde und die Produkte auch ja was gut in meiner Haut gemacht haben. Und damit fühle ich mich wirklich sehr, sehr wohl. Und genau, morgens habe ich dann den zweiten Schritt von meinem Reiniger einfach nur verwendet, ne? Genau, habe ich euch eben schon erzählt. Und dann einmal pro Woche habe ich auch diese Maske verwendet. Volcania Calming and Purifying Facial Mask. Also die soll halt wirklich auch sehr gut für sensible Haut geeignet sein und eine beruhigende Wirkung haben und auch ein bisschen reinigend sein. Ich finde auch, dass die Haut danach sich gut anfühlt, also dass man quasi auch eine gereinigte Haut hat. Ich brauche danach aber auf jeden Fall Pflege. Das ist normal, weil ich halt nicht nur eine sensible, sondern auch eine sehr trockene Haut habe. Ist aber eine schöne Maske, die man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Weil sie halt die Haut auch nicht zu sehr austrocknet, ne? Die sieht halt so schmodderig aus. Trage ich mir mit dem Pinsel auf, mag ich gerne. Und wie halt auch alle anderen Produkte ist es halt einfach nicht beduftet und duftet halt nach Natürlichkeit, um das mal so zu sagen. Da ist dann auch nach der Abnahme der Maske oder halt sowieso jeden Tag nach der Reinigung der Toner der nächste Schritt, den ich dann mache. pH-Wert regulieren, die Haut auf die nachfolgenden Wirkstoffe vorbereiten. Dann habe ich ein anderes Serum. Das soll halt vor allem restaurieren und Feuchtigkeit spenden, das Hydra B. Genau, da haben wir vor allem hydratisierende Eigenschaften drin. Auch hier wieder dieser wunderschöne Airless-Container. Ich finde auch, dass das sehr hochwertig und sehr schön aussieht. Hier haben wir Hyaluronsäure mit dabei, das Provitamin B5, was dann ja auch diese Hautreparierung gibt. Dann haben wir hier, muss man aufpassen, das Vitamin B3, also Niacinamide mit dabei. Das heißt, sollte man... Bei manchen Produkten funktioniert das ja, je nachdem, welche Konzentration das ist und so, ne? Aber ich würde hier jetzt dann nicht unbedingt empfehlen, ein weiteres Produkt mit Vitamin C zu kombinieren, weil das dann mit dem Niacinamide sich nicht ganz so gut vertragen könnte. Allantoin ist mit dabei, dann Licorice, also quasi Lakritz, quasi, ne? Also das ist ja Süßholz und das sind natürliche Lakritze.
Spektakulär, okay. Ginkgo Biloba Extrakt, genau. Und damit habe ich auf jeden Fall morgens eine gute Feuchtigkeitsversorgung, beruhigt auch die Haut und das mag ich. Dann kommt meine Augencreme auch wieder zum Einsatz, die Sphinx, sehr, sehr empfehlenswert, vor allem morgens, wisst ihr Bescheid, ne? Und dann habe ich hier als, noch nicht ganz, als vorletztes Produkt das OP Hydra Cream Produkt. Das ist ein Moisturizer, also eine Feuchtigkeitsfliege, quasi meine Gesichtscreme für morgens. Da haben wir drin Ceramide, absoluter Lieblingswirkstoff überhaupt, weil das halt so hautberuhigend und hautreparierend ist, ne? Dann haben wir da auch Panthenol mit dabei, das ist ja auch so ein pflegender Inhaltsstoff. Und Glycerin, das gibt Feuchtigkeit in die Haut. Genau, also eine schöne Tagescreme, die jetzt, glaube ich, auch vor allem im Sommer eine ganz, ganz tolle Geschichte für mich wird, weil die sehr leicht ist. Also wirklich super angenehm, kann ich wirklich auch empfehlen, wenn man eine Mischhaut hat, ne? Da kann es auch sehr gut funktionieren. Oder eine normale Haut in dem Sinne. Ich habe ja eine sehr trockene. Ja, hier bin ich leider nicht mit warm geworden und es tut mir jetzt auch ein bisschen leid, dass ich quasi das letzte Produkt jetzt nicht so gut finde, aber gut. Also das erste Produkt, naja, und das letzte Produkt auch, naja. Okay, das ist der Lichtschutzfaktor 50, Solar Nummer 2. Ich habe den tatsächlich wirklich versucht auszuprobieren. Also ich habe ihn viel verwendet, aber er hat wirklich leider bei mir gekrümelt. Ich habe ihn versucht, direkt aufzutragen. Ich habe versucht, eine Viertelstunde Pause zu lassen, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde und eine Stunde. Ich habe das wirklich, ne, unterschiedlich ausprobiert und musste dann letztendlich feststellen, wenn ich einen anderen Lichtschutzfaktor verwende, dass der dann nicht krümelt. Also das ist leider nichts für Leute, die sich halt auch wirklich danach schminken wollen, weil das nicht so gut funktioniert. Und ja, das ist ein bisschen schade. Ja, das Mattifying ist dann wahrscheinlich das Problem mit dabei gewesen. Du glänzt hiermit halt nicht so wie bei anderen, wie eine Speckschwarte. Das ist schon mal positiv, weil er halt diesen mattierenden Effekt mit dabei hat, ne? Also auch wenn du ihn in ausreichender Menge verwendest. Aber er funktioniert halt für mich ganz persönlich einfach nicht. Schade, Schokolade. Hat auch wirklich eine leichte Textur, stimmt. Er zieht schnell ein, stimmt. Aber vielleicht zieht er einfach bei mir ein bisschen zu schnell ein, weil er einfach dadurch ein bisschen krümelig wird auf dem Gesicht. Und das mag ich leider nicht so gerne. So, das war jetzt einfach mal so ein kleiner Einblick in meinen Test von Skintegra. Und ich werde die Produkte auch aufbrauchen, weitestgehend. Also den Lichtschutzfaktor eher am Körper, denke ich mal, ne? Aber die anderen Produkte halt im Gesicht. Und dann werdet ihr die Produkte auch immer wieder in meinem Aufgebraucht-Format sehen. Denn die werden natürlich unterschiedlich lange brauchen, bis sie aufgebraucht werden. Ja, vielen, vielen Dank an Purish für die Möglichkeit, dass ich hier Skintegra auch einfach mal intensiv testen durfte. Falls du eine Idee hast oder einen Wunsch hast, welche Marke ich mal ausprobieren soll, gerne in die Kommentare. Dann schaue ich mal, was ich da machen kann. Und ja, dann hoffe ich auch, dass ich euch gerade nochmal den Code einblenden konnte. Und dann wäre es hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Für dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.